Ich will mal erläutern, wo der Begriff Kulturkampf herkommt. Es wird immer wieder benutzt, der Begriff, wir befinden uns in einem Kulturkampf. Dabei wird überhaupt nicht darauf rekurriert, dass es ein historischer Vorgang ist zwischen 1872 und 1888, wo der Auslöser war Rudolf Virchow, der damals die Freisinnigen gründete, nämlich eine Partei, die heute FDP heißt, und der eine Trennung von Kirche und Staat und besonders den Rückgang des Einflusses der katholischen Kirche auf das Vereinigte Preußen wollte. Es kam dort zu ganz interessanten Vorgängen. Also ein Kardinal wurde eingesperrt, weil er einfach nicht davon lassen wollte, von der Kanzel herab Politik zu machen. Das gehört nämlich auch zu den Beschlüssen, die dann üblich wurden nach dem Kulturkampf. Und auch, was ganz lustig ist, dass nun die Mischehe erlaubt war. Also nicht die zwischen Mann und Frau, sondern die zwischen Protestanten und Katholiken. Das war nämlich bis dahin nicht erlaubt. Und insofern verweist der Begriff des Kulturkampfes auf Vorgänge, die ja um diese Auseinandersetzung um Proethik herum stattfinden. Und wir als atheistische Humanisten, agnostische Leute, halten natürlich den 90. Jahrestag der Weimarer Reichsverfassung hoch, weil wir hier das erste Mal davon befreit wurden, einen Religionsunterricht besuchen zu müssen. Und seitdem kämpfen wir darum, dass es Ethik gibt und wir dann Lebenskunde eingeführt haben. Aber wir leben in vielen Angelegenheiten bei der Weimarer Reichsverfassung von 1919, wo viele gar nicht wissen, dass sie Bestandteil des Grundgesetzes sind. Das ist das Erstaunliche.